Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem, ja, jetzt wieder in die Kamera schauenden Thorsten, denn ich kann es jetzt wieder machen. Ich war jetzt 2 Tage so gut wie ganz, ganz wenig hier im Spiel, vor allen Dingen mal Freitag eine Feierei gehabt auf Samstag. Samstag dann so ein bisschen brach gelegen und abends dann noch Fahrdienste gehabt. Also hier in der Familie ein bisschen die Jungs durch die Gegend kutschieren, Kino und so weiter. Und deswegen habe ich dann auch wirklich mal, habe einfach mal gesagt, du lässt das Spiel jetzt mal Spiel sein und machst mal ein paar andere Dinge. Guckst du mal nett eine Staffel an oder eine Serie. Und deswegen war ich auch weder, also ich war so gut, ich habe meine Pflichtangriffe gemacht im Spiel. Also ich war so gut wie nie oder kaum in Clash of Clans Online. Im Discord habe ich mich auch mal 2 Tage gar nicht blicken lassen. Da muss ich gleich erstmal reingehen. Aber um was geht's eigentlich? Schöne Anregungen habe ich bekommen. Und ich bin heute mal auf dem Rathaus 8. Wir wollen nämlich so ein bisschen Stein, Blech, Stoff spielen, also mit Stoff meine ich natürlich den Magier. Also wir haben hier klassisch Go Vibe, ist immer eine nette Taktik, vor allen Dingen eine nette Farm-Taktik. Wenn wir mal reinschauen, wir haben hier nichts an dunklen Truppen. Also es wird auch immer wieder gefragt, Toto, wie farmst du eigentlich Dunkles, wie farmst du normales Elex? Also wenn ich jetzt das Dunkle brauche, mit dem brauche ich das Dunkle, dann nehme ich meistens so eine Truppe hier, die so ein bisschen Elex-lastiger ist. Habe ich genug von dem Dunklen, nehme ich natürlich auch ein bisschen an dunkle Truppen mit. Hier habe ich natürlich, ich meine, hier habe ich jetzt zwar Dunkle drin, aber im Moment haben wir ja das Event und deswegen ist der Golem natürlich extrem günstig. Also der Golem ist der Stein, der Päcker oder die Päcker-Dame ist das Stück Blech und Stoff, der Stoffträger ist eigentlich so ein bisschen der Magier. Also in vielen Rollenspielen werden die Magier, die Hexer, Nekromanten und so weiter immer so als Stoffträger beschimpft. Die tragen halt keine Kette oder Platte oder was auch immer, sondern das sind einfach Stoffträger. Aber wir hauen mal rein mit dem Go Vibe hier. Ich habe hier etliches noch offen, weil ich halt auch sehr, sehr wenig gemacht habe. Und wir wollen mal sehen, wir müssen immer gewinnen. Ich habe so ein bisschen, ich sehe es jetzt gerade schon, ich habe einen komischen Zauber am Start. Den tausche ich jetzt aber nicht aus, den lasse ich jetzt einfach mal so. Und wir nehmen den dritten Klick hier gleich mit. Dann habe ich auch nicht so viel Geschneide hier drin. Die gute Frage ist ja immer, oder die nette Frage ist ja eigentlich immer, was soll mit meinen Packers nicht passieren? Die sollen nicht außenrum rennen, klar. Die sollen nicht außenrum rennen, also nehmen wir hier erstmal ganz piano die Golems mit rein in das Spiel und die ziehen jetzt erstmal das Feuer auf sich. Einmal 2 Mauerbrecher hier gesetzt, dass da die Mauer auch aufgeht. Das kriegt jetzt nicht mehr jeder Golem mit, das ist immer ein bisschen doof. Ist aber nicht so schlimm. Ach nein, jetzt setze ich da meine Clanburg. Oh Toto, das war Fuchs. Die Clanburg da zu setzen, war ja mal richtig Fuchs. Naja, egal, da müssen wir jetzt das Beste draus machen. Dann nehmen wir die hier mal in Wut. Ja, das war wirklich jetzt ein bisschen doof. Oder wir nehmen die jetzt mal in... Oh, wir haben ja noch einen Eilzauber hier. Dann nehmen wir die mal in Eil hier mit. Das war jetzt echt ein bisschen dämlich. Mann, Mann, Mann. Okay. Ist aber... Ja, die haben... Der eine Loon... Nein, es sind sogar noch 2 Loons, glaube ich, so wie ich das gerade sehe. Der macht hier ja noch reichlich. Oh, die haben sich doch mal gelohnt. Also kann man mal so machen. Muss man aber nicht. Und ich zünde jetzt mal mein King. Das mache ich auch immer sehr gerne, weil ich dann einfach... Ich habe einfach noch mal ein bisschen... Jetzt sage ich gerade die ganze Zeit, der Loon war scheiße oder die Loons waren scheiße. Aber die haben... Kann das sein, dass sie jetzt gerade 3 Viertel der Base hier gerissen haben? Also gar nicht mal so schlecht. Kann man so machen. Allerdings hatte der Gegner jetzt auch keine Clanburg. Also ich brauchte jetzt mein Gift nicht nehmen. Aber ich denke mal, die Päcker sind ganz gut reingegangen. Und auch einer habe ich, glaube ich, gesehen, ist auch rumgegangen. Manchmal ist es nicht schlimm, wenn die rumgehen. Denn die ziehen dann auch nett das Feuer auf sich. Jetzt haben wir da natürlich den Bombenturm, der jetzt meinem King und den Päckers ein bisschen zusetzt da. Aber ich denke mal, ein Schlag, dann ist er jetzt auch weg. Jawohl. Und so geht das hier. Ich werde jetzt mal 2, 3 Truppen etwas anders nachbauen zum Event hierhin. Und das ist auch nur immer ein Truppenvorschlag. Also wenn ihr das ähnlich macht oder ganz, ganz anders das Event spielt, das waren ja jetzt alle 3 Truppen, die ich auch im Event brauche. Man kann das natürlich auch auf ganz, ganz viele Angriffe dehnen, indem man erst Magier macht, dann die Golems und dann die Pekkas oder so. Und das Ganze kann man natürlich auch wieder hochbrechen bis nach Rathaus 12 hin. Ja, und manchmal muss auch ein Rathaus 9 dran glauben, also zumindest so einer, der ein Rathaus hat, was auf Level 9 ist, aber eher eigentlich ja ein Rathaus 8 ist. Aber ist egal, ich glaube, das ist so eine Base, bis auf die Mauern, die ist so
ähnlich gemaxt wie meine. Ist so ein bisschen komisch von den Laufwegen her jetzt. Ich habe jetzt auch eine ganz, oder nicht eine ganz andere Armee am Start, aber ich habe jetzt mal nur ein Golem dabei, 4 Päcker, 14 Magier. Ich gönne mir gerne die Magier, vor allen Dingen, wenn man Clanburg erwartet und du hast dann nur 8 Magier oder 6 Magier oder so. Das ist dann, das könnte ein bisschen wenig sein an einer Stelle, wo du dann nicht mehr mit Gift gegen die Clanburg ankommst. Vor allen Dingen nicht, wenn es ein Neuner ist, der unglücklicherweise, so wie es gerade im Clankrieg machen musste, einen Elektrodrachen dabei hatte. Aber auch den habe ich irgendwie gepackt. So, jetzt haben wir hier, ich glaube, wir haben schon unseren Funnel. Dann können wir hier die Päckis mit reinnehmen. Und ich habe noch einen Päcker in der Clanburg. Hurra! Also einfach mal einen Päcker mit in die Clanburg genommen hier. Ich nehme mal den Wut jetzt nicht ganz so nah. Hier ist er ganz gut, denn Die Damen ziehen jetzt den King gerade an sich. Die gehen ja, wenn sie in Heldennähe sind, dann doch schon Richtung Held und versuchen den erstmal zu bekommen. Der war jetzt noch gerade hinter der Mauer. Aber ihr seht, dass hier die 3 oder die 4, ich glaube, es sind sogar 4 Stück. Ah, die sind echt gut drauf. Ich kann hier hinten jetzt schon mal da so einen Magier setzen und nehme die erstmal in Heilung jetzt. So, dann können die nochmal durchgeheilt werden. Früher war es ja noch so, da hatte man ja immer echt Bammel vor den Teslas, denn die haben ja doppelten Schaden an den Packers gemacht und da war so ein Packer auch ziemlich schnell immer down. Also so schnell konntest du teilweise gar nicht gucken, wie so ein Packer. Ich glaube, ich schicke jetzt mal hier hinten einen Magier rein, der da hilft. Ja, da hilft mal wieder keiner. Okay, dann nehmen wir hier nochmal unseren Wut. Einmal, zweimal Magier dahinter und mal sehen. Mal sehen, ob die das Packen gewonnen haben, wir sowieso. Das ist jetzt nicht so das Thema. Aber, und wir haben dem auch alles, glaube ich, abgenommen. Ja, ich denke mal, wir bekommen so ziemlich jeden Lot. Die sind, na, es ist natürlich ein bisschen träge, aber wenn du deine Truppen schnell genug setzt, dann kommst du auf jeden Fall auch fix durch die Base durch. Allerdings kriegt der Packer jetzt hier außen ziemlich viel Schaden. Ist das mein großer? Hier unten haben wir noch einen, der Golem. Ah, der Golem geht auch noch nicht kaputt. Der ist jetzt zwar im letzten End, aber die Mauer wird er wohl nicht mehr schaffen. Wir gehen mal ein bisschen näher rein. Ich sehe die immer ganz gerne. Und ja, aber jetzt gibt es hier schon von 1, 2, 3 defensiven Gebäuden den Schaden. Und 1, 2, 3, ich glaube 4 Schläge braucht er dann auch auf der Stufe hier. Okay, jetzt ist schon mal ein Schaden weiter weg. Aber ich glaube, wir wollten ja das Dunkle haben. Haben wir in jedem Fall bekommen und wir haben auch gewonnen. Das war's mit ihm hier und ich denke mal, der wird das jetzt nicht mehr ganz schaffen. 15 Sekunden auch nur noch. Das können wir hier abbrechen. Und nächste Truppe, die ich am Start habe ist doch mal was mit Dunklen, nämlich ich habe jetzt dabei Hog Rider und muss jetzt aber eben auf die Clanburg mal warten. Nehme aber jetzt gleich mal die nächste, ja, die mache ich jetzt mal noch mal ein bisschen anders, die modifiziere ich noch mal ein bisschen für euch, dann haben wir in jedem Fall 4-5 Angriffe hier drin. Ich muss mal sehen, wie wir das jetzt mal so ein bisschen anders schaukeln können, also lasst euch da einfach mal überraschen. Okay, die Suchen überspringe ich immer ganz gerne. Ich glaube, die Sucherei, das muss ich jetzt nicht immer live machen. Aber auch hier haben wir leider wieder ein Rathaus 9 oder vielleicht auch ganz gut ein Rathaus 9. Und ich habe diesmal die Hogs am Start. Ich weiß, die kosten jetzt 58 Dunkles, aber ich glaube, das ist jetzt überschaubar. Im schlimmsten Fall nehmen wir jetzt 1889 wieder ein. Also erstmal netto plus den Bonus. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon Dunkles kriege. Wir haben wieder nur ein Golem dabei, das reicht. Das, was ich aber allerdings ganz gerne machen würde, wir versuchen hier mal Clanburg zu locken. Und da ist auch was drin. Scheiße, ein Päcker. Okay, da ist ein Päcker drin. Oh. Päckers mag ich gar nicht in Clanburg. Vor allen Dingen nicht, wenn ich mit so einer Truppe hier unterwegs bin. Da muss ich leider dann auch einen Päcker, irgendwo einen Päcker setzen. Aber ich muss mal sehen, wo ich den jetzt am dümmsten hinlocke. Ich glaube, hier hinten locken wir den mal hin. Denn da kriegt ihr das jetzt noch nicht mit. So. Dann ziehen wir den mal da rein. Nehmen mal 1, 2, 3, 4. Und jetzt nehmen wir hier 2 Packers. So, 2 Packer und den King noch dazwischen. Vielleicht sollte man den Packer auch einfach mal noch so ein bisschen giften, dass der... Ah, da. Mauerbrecher-Fail. Super. Eieieiei, das ist ja mal wieder eine schwierige, verkorkste Geschichte hier. Aber die gehen da jetzt rein. Okay, ich will die jetzt nicht wütend machen, weil dann gehen die gleich raus zum Labor. Und da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf.
Deswegen muss ich jetzt gleich schon so ein bisschen, ja, die gehen jetzt wieder Richtung King, habe ich euch eben schon erklärt. Die gehen jetzt zu den Helden. Ich meine, der King war jetzt auch so nett und kam uns jetzt eben mal entgegen. Und jetzt versuchen wir ein wenig unsere Hogs reinzusetzen. Da hier keine Bombe war, setze ich jetzt schon mal die Clanburgs-Hogs hier einfach mal so ein bisschen hinterher. So, hier haben wir noch zwei Stück. Und ich habe natürlich nicht ganz so viel Heil. Und habe jetzt, ach, das ist jetzt etwas mistig. Okay, da haben wir jetzt irgendwo ein paar Skelette an der Hacken. Die werden wir hier mal durchgiften. Ah, die Clanburg-Hogs waren jetzt auch nicht Max, das waren jetzt welche vom Alex. Das heißt, die sind jetzt Level 6 dann geworden. Also ein Level geht's ja bei uns hier hoch. Aber ich glaube, da außen, das war das. Scheiße. Oh. Das ist ja mal eine richtig angeschlagene Truppe. Hier hinten ist noch was gerade im Bau. Da gehen die natürlich auch drauf. Und die sind jetzt schon mal richtig angeschlagen hier. Alter, ja, okay. Haben wir aber trotzdem gepackt. Jetzt können sie sich hier alles nehmen. Es wäre nett, wenn die das Dunkle zuerst nehmen würden. Oder? Ah ja, einer bequemt sich jetzt schon. Einer bequemt sich hier hinten. Das haben wir auch. 398, 146, 0. Ja, super. Also auch hier das Dunkle wieder bekommen. Und ich weiß, jetzt habe ich ein bisschen Dunkles ausgegeben, aber das manchmal macht das nichts. Vor allen Dingen im Rathaus 8-Bereich mache ich das sehr, sehr gerne. Denn das übt immer auch so ein bisschen. Ich setze die Truppen hier jetzt zwar am PC mit der Maus, aber wenn man die Angriffe dann am Tablet macht oder am Handy macht, dann gehen die genauso gut. Und das übt dann immer so ein bisschen. So ein bisschen Truppen setzen, ein bisschen gucken, wie ticken die, wo gehen die hin. Ich muss mich gerade wundern, der war eigentlich schon ganz schön stark, hatte das Labor aber noch im Ausbau. Ach nee, das war. Ich habe es gerade verpeilt. Das war ein Rathaus 9er. Das war jetzt gerade meine Peilung. Und ihr seht, mir haben die Ballons hier eben ganz, ganz gut gefallen. Die nehmen wir jetzt in jedem Fall mal mit. Also kurze Pause für den King. Dann machen wir noch einen vierten Angriff. Oha, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Das ist aber genauso ein Account, wie ich ihn habe. Also immer schön die Lager voll. 1781, die nehme ich jetzt mal mit. Und ihr seht das hier, das, was ich auch mal probieren wollte, ob es reicht, wenn ich zwei Blitz nehme, um hier eine Luftabwehr wegzumachen. Ja, oh, das reicht, okay. Früher musste man immer ein Erdbeben dabei nehmen, das braucht man ja jetzt nicht mehr. Also Ziel ist es natürlich jetzt, die Luftabwehren hier zu bekommen, beide natürlich möglichst. Und ich habe jetzt nicht genug Magier mit, ich habe jetzt Magier in der Clanburg dabei. Also ein Level höher als dann eigentlich meine. Die nehme ich jetzt auch schon raus. Und mal sehen, wann der Minenwerfer geschossen hat. Jetzt hat er geschossen da. Dann kann ich hier jetzt reinkommen. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr ganz so viele Zauber. Aber meine Pekkas gehen hier jetzt mittig rein. Dann kann ich hier jetzt meinen King setzen. Und da müssen jetzt eigentlich nur die beiden Luftabwehren sterben, damit ich hier jetzt weiter in die Base reingehen kann, beziehungsweise dass ich jetzt außen mit meinem Loons weitermachen kann. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das schon mal nicht schlecht gemacht hier. Okay, die gehen jetzt nach da. Dann kann ich hier weitermachen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, jetzt muss ich aber gleich über den Flächenschaden, beziehungsweise eigentlich hätte ich es über einen Flächenschaden machen müssen. Shit. Das hätte ich eigentlich über einen Flächenschaden machen müssen. Denn so 5er Loons sind, also ganz prall sind sie jetzt nicht, aber irgendwie werden die es packen. Allerdings sind die Bogenschützentürme ziemlich stark. Da hinten sind meine beiden Päcker noch unterwegs. Und für ein Clean-Up habe ich, hab endlich mal ein paar Clean-Up-Truppen mit. In Clankriegen fehlen mir Clean-Up-Truppen immer sehr, sehr gerne. Aber es geht mit den Loons auch. Also es geht mit den Loons auch. Und das war jetzt so ein kleiner Gola-Loon ohne Lava-Hund. So kann man es ja mal machen im Rathaus 8. 8 oder im Rathaus 8-Bereich ab 9 hast du den Lava-Hund in jedem Fall dabei. Und ja, jetzt sind die sogar noch beim Cleaner bei. Also kann man so machen. Einfach mal abgetestet. So eine Truppe hier. Aber so 5er Loons, ah, die sind nicht wirklich stark. Der Unterschied von 5 auf 6 ist wirklich enorm, muss ich sagen. Und deswegen werde ich die, wenn der hier Rathaus 9 wird, denn ich denke mal, da ist immer der Lava-Hund und die Loons dann auf 6 zu haben, schon mal ein gutes Gespann. Schweinereiter dann auf 5. Mal sehen. Irgendwann starten wir jetzt in jedem Fall. Ich habe 33.000. Ich würde ganz gerne ein bisschen mehr farmen. Aber ich muss einfach auch ein bisschen mal wieder, ich sage es auch oft genug, mal wieder ein bisschen mehr mit den Accounts hier machen. Aber den haben wir nochmal auf 100% hier gezogen. Ja, wunderbar. Super Sache. Und ich freue mich in jedem Fall auf die Woche, denn wir haben ja so ein nettes Event, so ein nettes anstehendes Event. Da haben wir nochmal drei
Sterne geholt und den Bonus hatten wir. Den Bonus hatten wir heute schon, okay. Dann die baue ich einfach nochmal nach. Ich würde sagen, die bauen wir nochmal nach. Auch mit dem Eilzauber war das jetzt nicht schlecht. Den hätte ich jetzt eben über den Flächenschaden allerdings setzen müssen. Aber die nächsten Events hier, ich habe jetzt hier 5 von 7, also 2 Angriffe noch für 300 Games. Echt super leichtes Spiel hier, beziehungsweise Event hier. Und man hat ja jetzt noch ein paar Tage Zeit, 4 Tage, 14. Aber das nächste Event steht ja jetzt für euch dann schon heute an. Also wenn ihr die Folge seht, dann läuft dieses Event schon. Town Hall Wrecking, also Rathausabriss heißt es, glaube ich. Und ich bin wirklich mal gespannt, denn ich glaube, dass so ein Event gab es noch nicht. Werde ich sicherlich von berichten. Wird vielleicht ganz spaßig. Ich würde sagen, schönen Wochenstart euch. Bis dahin, euer Toto. Bestimmt.